Tja, das war der Anfang eines Stückes eines ganz großen Lehrmeisters von mir, nämlich von Oscar Peterson. Dieses Stück heißt Hymn to Freedom und hat es geschrieben für Martin Luther King. Und zwar diese Hymn to Freedom soll uns daran erinnern, dass es eine Freiheit gibt, die wir uns erarbeiten müssen, die wir aber auch nie vergessen dürfen und die wir allen Menschen zukommen lassen müssen, wie es Martin Luther King gefordert hat in seiner großen Rede I Have a Dream. Und ich konnte mir Zeit meines Lebens nicht vorstellen, wie es denn überhaupt eine Art fremden Hass geben könnte. Ich habe von frühester Jugend an mit völlig unterschiedlichen Menschen zusammen musiziert, zusammen Musik gemacht, mich ausgetauscht, sei es Zigeuner, ich darf Zigeuner sagen, man muss natürlich korrekterweise Roma oder Sinti heute sagen. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich einen Zigeunernamen hatte. Ich hatte früher so lange Haare, die gingen bis hier ungefähr, wie ich 19 war. Und ich hieß Balno. Balno heißt im Zigeunerdialekt der Haarige. Ist nicht mehr viel von übrig geblieben, aber der Name ist immer noch geblieben und es sind immer noch Freunde. Es sind meine Freunde. So ist es eigentlich mir immer gegangen in meinem gesamten Leben, wenn jemand kam, es gab Zeiten, da war Deutschland zweigeteilt. Es gab Zeiten, da sind Musiker geflohen, weil sie es in der DDR nicht mehr ausgehalten haben oder weil sie verfolgt wurden. Ich habe sie dann aufgenommen, wie zum Beispiel Stefan Distelmann, den großen Bluesmusiker, der leider nicht mehr lebt inzwischen. Aber das waren immer entweder Notsituationen oder es waren Situationen, die nicht dem entsprachen, was eigentlich der normale Mainstream war. Ich habe immer dagegen gekämpft, dass man sich auf irgendeine Sache geradeaus verlässt, sondern habe immer rechts und links geguckt. Und dieses rechts und links gucken, das sollten wir uns viel mehr angewöhnen. Es gibt so viel, was wir zu erledigen haben, wo wir uns einmischen müssen, wo wir unsere Hilfe anbieten müssen, dass wir viele, viele Leute dazu motivieren müssen, mitzumachen. Und deswegen finde ich diese Aktion gut und stehe voll dahinter.